Hallöchen, liebe Freunde, auf dem Kanal vom Old Gaming Dead LP. Weiter geht es hier in Sunkenland. Und wir werden heute mal hinfahren zu den Sturmgeweihten. Das sind die Plünderer. Und die werden wir heute aufmischen. Insgesamt hätten wir eigentlich noch 6 Gebiete, die wir befreien müssten. Davon werde ich aber nicht alle befreien, weil ich noch abwarten möchte, wenn dann Ende Dezember, Anfang Januar das neue große Update rauskommt. Was sich dann ändert, wie das Verhalten dann der Fraktionen ist. Deswegen lasse ich mindestens 2 oder 3 Plätze frei, die ich nicht erobern werde. Und ja, schauen wir mal, wie es ausgeht, ne? So, dann wollte ich euch noch mitteilen, am 12.12. Bin ich im Krankenhaus für ungefähr knapp eine Woche wahrscheinlich und ich bekomme einen Stent gesetzt. Es kann also durchaus passieren, dass ich möglicherweise vielleicht einmal ein paar Tage keine Videos für euch da hochladen kann. Aber ich versuche mein Bestes, dass ich diese Zeit, während ich im Krankenhaus bin, überbrücken kann, so dass ich genug Videos hochlade. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Wenn nicht, ja Leute, dann tut es mir jetzt schon leid, aber was halt nicht geht, geht nicht, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn das, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was habe ich gesagt? Sturmgeweihte, Außenposten. Sturmgeweihte, Außenposten, ja, dann fahren wir ja total in die verkehrte Richtung, ne? Das könnte dann so ungefähr diese Richtung sein. Schauen wir mal. Ne, noch weiter links. Okay. Dann muss das irgendwo da unten sein. So, na gut. So, ich habe mich bemüht jetzt hier mit dem Nubi mal alles einzupacken, was man so brauchen könnte. Wir sind auch rechtzeitig losgefahren. Der Nubi hat sich extra schnell ins Bett geschmissen, damit er auch ausgeschlafen ist jetzt hier in der Früh, damit wir bei Sonnenaufgang dort sind, weil wir wissen ja nicht, wie lange das wieder alles dauert. Ne, meistens ist es ja so, der Tag ist ratzfatz vorbei. So schnell kann es gar nicht gucken. Ne? Schauen wir mal im Inventar. Wir haben also Essen, Trinken, Heilzeug, gutes Booster-Essen, Handgranate, ein paar Flares. Sorry. Dann Fernglasel, Munition haben wir dabei und so weiter und so fort. Also das, was wir brauchen, hätten wir eigentlich. So, die Sonne geht von da drüben auf. Okay. Fahren wir richtig? Ja, wir müssen da am Handelsposten vorbei. Aber kaufen tun wir heute nichts. Wir haben auch nichts zum Handeln dabei. Und das, was wir dabei haben, das brauchen wir selber. So, da hinten sind die Zwillingstürme. Die müssen wir ja auch noch irgendwann mal uns einverleiben. Da drüben, da wo die Sonne aufgeht, das müsste das Parkhaus sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und hinter den Zwillingsfelsen Sturmgeweihte, habe ich doch gesagt, ne? Ach so. Ja, okay. Nubi, du hast dich ja mal wieder verfranst. Aber es macht nichts. Wir sind ja gleich da. So, das hier vorne, das sind die Sturmgeweihten. Der Außenposten.
Und das sind die Plünderer. Die Plünderer. So. Dann werden wir noch vorher ein Thumbnail machen. Ne? Machen wir ein Thumbnail. Jetzt schalten wir das erst einmal aus. Aus die Maus. Dann nehmen wir mal unser Fernglas. So, da sehen wir sie ja schon, die Lumpfies. Pass mal auf, dann fahre ich noch mal ein Stück weiter zurück, damit ich die, damit ich mehr Platz habe im Thumbnail. Ja, so kann man das machen. So, dann machen wir mal das Thumbnail. Okay. So, dann packen wir das Fernglasel weg und nehmen, was nehmen wir denn? Die 3 und dann müssen wir wieder das UI anzeigen. Ne? Ja, okay, so gut. Auf geht's. Also da oben ist ja auch einer, ne? Der war mal, ne? Der war mal, der ist, nein, der ist immer noch. Aber das sollte es eigentlich gewesen sein mit ihm. Der legt sich freiwillig hin, okay. Kann ich da durch die Treppe nicht durchschießen? Ha? Okay, er kommt geschwommen. Das finde ich ja lieb von ihm, ne? Wo ist er denn? Er kommt halt. Sturmgeweihter, die Plünderer. Ah, siehst du? Sind's denn jetzt hin? Warte mal, da hinten ist doch auch einer. Die sind doch jetzt ins Wasser gehüpft, ne? Das sind die Nahkämpfer. Hä? Erdärfst du das? Jetzt kommt einer hergeschwommen, ne? Na schön. Wollen wir den ein wenig tretzen? Hallo, hier bin ich. Ja, guck. Hier bin ich. Ah, da kommt noch einer ins Wasser. Mal einmal frei. Kann man über den drüber fahren? Oh. Der kann höchstens was kaputt machen. Hallo. Hier bin ich. So, pass mal auf, wo ist denn dein Kumpel? Der wollte doch auch planschen gehen. Ach, da ist er ja. Hallo Kumpel. Hier. Nein. Wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr schon. Okay. So, wo sind die anderen? Die schon aufgegeben. Also die zwei schwimmen hier noch fleißig durch die Weltgeschichte. Okay. Wenn das denen so viel Spaß macht. Voilà. Kommen die schon wieder? Ja. Hey, darfst du das da oben?
Hat man dich denn überhaupt dazu eingeladen, mitzuspielen da oben? Da ist doch noch einer. Guck, komm, komm ins Wasser, ja, komm. Ja, fein. Fein, Bulli, komm, Bulli, komm. Sind die anderen? Ja. No. Mach keinen Ärger hier. Sagt ja, der hat Pfeile. Ja, was ist denn mit dir da hinten? Jetzt gib halt einmal Ruhe. Oh, da kann ich gar nicht durchschießen. Ja, okay, dann sammeln wir halt erst einmal ein. Pfeile, was will ich mit den Pfeilen, ne? Ja, schön war's, gell, schön war's. Eine Machete. So, wo bist denn du jetzt? Was denn du da? Was wird denn das? Leute. Was machen die denn da für einen Scheiß? So, wie viel sind denn da eigentlich drum? Plünderer. Machen wir einfach mal. Wir hätten vorher gucken sollen. Das wäre vielleicht gescheit gewesen. Hä? Plünderer. Zwei Feinde auf einer Insel. Aha, okay. Zwei Feinde auf einer Insel. Na ja, gut, okay. Pass mal auf. Jetzt pass mal auf, du. Zwei Feinde haben wir gesagt, ne? Also pass mal auf. Wir machen mal Folgendes. Na, horche mal. Wenn ich das nehmen will, dann nimm's in die Hand. Zwei Feinde. Jetzt schauen wir mal. Plünderer. Ein Feind. Nur selber, sag ich. Komm ich da hoch? Nein. Der Schnuffel, der kann nicht so weit schmeißen. Ist doch auch so ein komischer Kerl. Was soll? Waren da alle zwei dort? Schauen wir noch einmal. Fraktionen, die Plünderer. Oh! Ja, Saubier, sag ich. Saubier. Da waren also alle zwei. Waren da oben drinnen, ne? Schee hast du es gemacht, Nubi. Was hat denn der wieder dabei? Nichts Gescheites. So, jetzt schauen wir erst einmal auf die zwei da, die wir hier vernichtet haben. Wo sind sie denn? Hallo? Ja, wo sind denn die Bösen? Ja, wo seid ihr denn? Da liegt einer, okay. Da hat auch nichts Gescheites dabei. Wo ist der zweite? Fehlt da noch einer? Ah, da oben. Oh, eine Frau ist das sogar. Eine Frau. Schau mal an. Wir haben sogar Frauen an die da. Naja, sauber. Naja, wie soll man sich auch sonst eigentlich fortpflanzen, ne? Wenn man nur aus Männern besteht, ne? Na gut, dann nehmen wir das jetzt auch gleich mit. Und dann brauchen wir als erstes eigentlich dringend einen Stoff und Holz. Dann setzen wir nämlich gleich eine Fahne. Stoff und Holz. Also Stoff hätten wir. Jetzt brauchen wir erst einmal dringendst Holz. Holz. Naja, wir essen mal was, dann kriegen wir einen Platz frei. Trinken brauchen wir noch nicht. Also Holz. Also erst einmal Holz. Das ist erst einmal wichtig. Wichtig. Was ist genauso wichtig?
Betten von Witt. Reimt sich zwar nicht, aber ist wurscht. Also da ist nichts weiter. Okay. Dann können wir da runterhüpfen. Wir brauchen Holz. Hey Leute, ihr werdet doch wohl Holz haben. Holz, Holz. Also die Frau, die hatte ja ein bisschen Holz, ne, vor der Hütte. Aber das hilft uns ja nichts. So, Hackebeilchen, Hackebeilchen. Na, machen wir erst einmal das Bett kaputt. Dann kriegen wir Holz zusammen. Dann machen wir noch das Sofa platt. Boah, das ist aber... Lubi hätte sich schon ein wenig anstrengen können, gell? Hätte sich schon ein wenig anstrengen können, na? Hackt er da ewig lang auf dem Sofa drauf rum? So, und jetzt wollen wir natürlich eine Flagge bauen. Eine Flagge, Flagge. Wir flaggen. Achso, ja. Bevor das Update rauskommt, also irgendwann im Dezember, wenn ich aus dem Krankenhaus wieder draußen bin, werde ich dann mal eine befreite Insel, da werde ich ja mal die Flagge abmachen und dann mal sehen, ob dann gegebenenfalls eventuell da wieder neue Leute nachspawnen, ne? So, da können wir nirgendwo hoch, gell? Nee. Also gut, dann müssen wir die Flagge hier setzen. Bauen wir eine Flagge. So, warte mal, wo tun wir die denn hin? Na, da komme ich ja nicht dran. Hier draußen tun wir sie hin. So, genau. So machen wir das und dann müssen wir die Farbe ändern auf grün. Grün, ja grün ist alles, was ich habe. Grün, ja grün ist meine Hoffnungsfarbe. So, also, dann gehen wir mal weiter. Schrotti, warte mal, wie viel Platz haben wir denn? Naja, so gut wie gar nichts, ne? Also hier den Schrott, soll ich den Schrott noch mitnehmen? Naja, gut. Nehmen wir den Schrott mit. Ich möchte dann meine Verteidigungsanlage noch ein bisschen erweitern. Dann nehmen wir halt den Schrott mit. Schrott ist halt Schrott. So, dann gehen wir nach unten erst einmal und werden unser Bötchen beladen. Wo ist mein Bötchen? Hat jemand mein Bötchen gesehen? Hüpf, hüpf. Und dann schmeißen wir hier erst einmal alles rein, was wir nicht brauchen. Dram, 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 dram. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Also das brauchen wir alles nicht mehr, ne? Das brauchen wir alles nicht mehr. Haben wir viel zu viel mitgenommen, ne? Müssen wir schon wieder was essen und trinken? Nee, brauchen wir nicht. Achso, warte mal. Was können wir denn noch ablegen? Das Fernglasel? Ach, das lassen wir am Mann. Das Holz kommt weg. Und... Naja, das schmeißen wir weg. Na gut. Also, dann gehen wir mal weiter sammeln, ne? Ihr lieben Leute, wir gehen sammeln. Schrotti. Fangen wir von unten an. So. Ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz. Was bist denn du hier? Ein Schrank. Ich bin ein Schrank. Oh, wieder was zu essen. Gibt's wieder Lappen. Nee. Auch essen. Essen. Essen ist immer gesund, ne? Essen hält uns bei Laune. Aber hier hat's mächtig Holz. He? Nubi, hau doch nicht immer ständig daneben. Das kostet Energie, du. Bist doch wirklich so einer. Schau mal, was in der Waschmaschine drin ist. Ja, Stoff. Gummi. Wer braucht denn heutzutage ein Gummi? Kein Mensch braucht ein Gummi. Was ist denn das? Das ist ein Pflanzbeet. Okay. So, und haben die hier keinen Tresor? Oder wie sehe ich das? Was soll das sein? Kein Tresor? So, da könnte man erst einmal gleich noch ein bisschen was verstauen. Hä? Holz weg.
das Zeug weg, das was wir nichts. Das brauchen wir alles nicht. Das auch nicht, auch nicht, auch nicht. Was war der? Der war gebraten, ne? Okay. Na schön. Oh, da unten ein Marlin. Ein Marlin. So, also jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt hier noch was Vernünftiges finden, ne? Ein Blechschrank. Kommst du ja vor wie bei der Bundeswehr. Ach nee, die haben gar keine Blechschränke mehr. Die haben jetzt Holzschränke, glaube ich. Die sind... Aber kein Teakholz, ne? Also normal so. Ikea-Zeug halt, ne? So, da gibt es wieder was zu essen wahrscheinlich. Eine Komponenten. Und dann nehmen wir halt den Schrott noch mit. Schrotti. Seltsam alles. Ich war doch da oben. Dann mal einmal vorsichtshalber mal hier rumlaufen. Da war nichts mehr. Nö. Kann ich hier hochhüpfen? Nö. Ah, das werden wir nicht ganz schaffen. Nö. Aber da oben war doch gar nichts mehr. Wieso haben die hier keinen Panzerschrank? Kein Panzerschrank. Kein Panzerschrank. Seltsam. Dong, 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 dong. Gummi kannst du vergessen. Hey. Weiß den Gummi weg. Wieso, frage ich mich, habe ich den übersehen oder was? Oder? Nein, es gibt keinen Panzerschrank hier oben. Halleluja. Halleluja, sage ich. Gibt keinen Panzerschrank. Seltsam. Seltsam. Bei einem Außenposten gibt es keinen Panzerschrank. Jetzt bin ich aber traurig. Aber echt. Also, ich gehe mal davon aus, ich habe ihn nicht übersehen. Gibt ganz keinen Panzerschrank. Ja, lustig. Ja, das ist ja mal lustig. So, was haben wir denn noch an Platz? Naja, wir könnten ja. Na, warte mal. Wir nehmen mal die 5. Wir nehmen mal die 5. Wir haben ja noch genug Muni, ne? Ja. Da könnte man gleich noch mal ein bisschen Fleisch mitnehmen, ne? Ja, komm. Was seid ihr denn? Achso, ich muss ja über Wasser. Also das Ding taucht da gar nichts, gell? Das Ding taucht da gar nichts. 5 Schuss für ein Marlin. Dann nehmen wir doch mal die Nummer 4. Platsch, 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 so. Gewehrmunition und dann schauen wir mal, wo bist du denn, Marlin? Müssen wir da rüber schwimmen, ne? Weil sonst kriegen wir dich ja nicht, ne? Marlin, schwimm nicht weg. Dann wäre ich böse. Ja? Siehst du? Ein Schuss und der ist platt. Und mit der MP da, oder was das lustige Ding sein soll, habe ich 4 Schuss gebraucht, mindestens, ne? Also gut, wer sieht denn noch irgendwie was? Sieht jemand noch irgendwas? Da unten ist nichts, ne? Okay, alles klar. Alles klar, gut. Dann tun wir das einmal wegpacken. Das brauchen wir ja nicht mehr, nicht? So, bitteschön, Platz zu nehmen. Dann fahren wir nach Hause, nach Schlumpfhause. Aus Schlumpfhausen kommen wir und trinken Bier. Nubi, du bist heute wieder richtig kindisch, ne?
kannst du dich auch mal wie ein Erwachsener benehmen. Ja, der Nubi, manchmal hat er es ein wenig im Kopf, ne? Aber das müssen wir ihm verzeihen. Deswegen heißt er ja Nubi. Haha. Kleines Schlitzohr ist er. So, da werden wir dann auch mal wieder vorbeifahren, ne? So bei der Händlerin. Werden wir mal ein bisschen was einkaufen. Schauen wir mal, ob wir sie mal über den Tisch ziehen. Ne? Aber ich glaube, die zieht uns immer gewaltig ab. So, ja, wenn wir dann zu Hause sind, ne? Weil ich könnte jetzt mit dem Video aufhören. Wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Könnte ich natürlich aufhören. Aber ich will das Video jetzt noch künstlich etwas in die Länge ziehen. Mal schauen, wer dann noch alles sich das anschaut. Ja, kleiner Test, ne? Aber ich werde dann alles offline einsortieren in die Kisten. Braucht also keine Angst haben, dass ihr das auch noch anschauen müsst. Nein, ich wollte euch einfach nur zeigen, jetzt hier in der Nacht, wenn ich so zu meiner Base fahre, da holen wir dann nochmal ein bisschen aus hier. Naja, machen wir es andersrum. Aha. Also oben das gelbe Lenkrad, das ist mein Hubschrauber. Hubschrauber. Das blaue ist das Strampelboot. Das blaue Lenkrad, ne, ist das Strampelboot. Dann habe ich ja meine Base wieder ein bisschen aufgewertet. Ich habe jetzt auch meine Verteidigungs... Türme hier, ne? Ein bisschen aufgewertet mit Bu und mit Fledermäuse und Bu. Dann haben wir hier was Neues dran. Eine Gitarre, eine Miezekatze, Hoteleingang, ein Kürbis, Fledermäuse und ein Geist. Ein Geist. So, und dann war das Lustige, da ist ja mein Tor. Mein Eingangstor zum Hafen, ne? Und da seht ihr jetzt hier diese Dame von der Nachtaktion und Happy Halloween, ne? Ja, ich habe natürlich, aber das zeige ich euch dann gleich. So, diesen Turm habe ich jetzt auch noch ein bisschen freundlicher gestaltet, ne? Mit Kürbis und so. Die Vorderfront Route 66 war ja schon. Die Gitarre habe ich drüber. Dann das Mädel an der Stange, Nightclub war schon, die Fledermäuse, glaube ich, die hatten es mal runtergeschossen. Die habe ich jetzt wieder neu hingemacht, hat mir ein Schweinegeld gekostet. Ne? So, dann habe ich hier ein bisschen auf der Rückseite, habe ich auch noch ein bisschen was hingemacht. So, best day ever. Ne? Schaut doch gar nicht mal so schlecht aus, gell? Den ich immer sagen, so. Also für einen Laie, ne? Also für den Nubi, der das gemacht hat, schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ne? So, dann hier mein nächster Schießstand, Verteidigungsstand. Aber die Leiter, die müssen wir noch einmal abbauen. Das mache ich aber dann offline, weil das ist ja kack. Ne? Die Leiter ist kack, die hört ja da auf. Ne? Da muss ich ja da drauf springen. Ne? Das ist blöd, ne? Dass das halt nicht snappt. Weißt du, so auf der Rückseite haben wir auch ein bisschen was hingemacht hier. Eine Gitarre, Best Day Ever haben wir nochmal hingeklatscht. So, mehr habe ich nicht oder beziehungsweise mehr wollte ich jetzt nicht ausgeben. Das kostet alles Geld. Vielleicht mache ich hier noch einmal eins hin und dann kommt hier überall, will ich jetzt hier noch Eisenwände hinmachen. Damit, wenn die hier sind und hier aufs Gebäude schießen wollen, nicht aufs Gebäude schießen können, weil eine Blechwand davor ist. Weil ich habe keine Lust, meine Glaswände, dass sie die zerschießen und dass sie mir hier wieder meine Neonlichter runterholen. Ne? So, und das mit dem Tor, das zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich hier reingefahren bin. So, in die Parkbucht einparken. Da sollten wir vielleicht Lämple vorne draufstellen. Ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das sollten wir mal ausprobieren, ob man da Lämple draufstellen kann. Ja, genau.
Gute Idee, Nubi. Nubi, das werden wir uns merken. So. So, ihr seht ja die Schrift, ne? Die ist ja hier an einem Seil befestigt, was hier über der Hafeneinfahrt ist, ne? Dann machen wir mal die Tür zu, ne? Ja, so. Jetzt seht ihr das. Naja, ich schwimme mal für euch ein Stück raus. Wir haben ja keine gefährlichen Tiere. So, und ich habe ja die Neonschrift dahin gemacht an das Tor, ne? Und habe gedacht, wenn man das Tor jetzt aufklappt, also öffnet, dann würde sich gegebenenfalls die Schrift mitbewegen, ne? So wie das Tor aufgeht. Nee, war ein Satz mit X, ne? Okay, war wohl nichts. Na gut, ist ja eigentlich auch wurscht. So, jetzt findet man natürlich wieder den Mechanismus nicht, wo man die Tür schließen kann, ne? Tür schließen, okay. Also das haben sie ein wenig blöd gemacht, aber na gut. Vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe der Jahrzehnte, ne? So, gut, wir sind zu Hause, trinken eine Brause und ich lade alles aus. Gehe dann nach Hause. Ne, ich bin zu Hause. So. Jo, dann sage ich mal Dankeschön fürs Reingucken. Denkt an ein Like, an einen Kommentar. Zieht ein Abo vom Kanal, wenn es euch gefallen hat, liebe Leute. Und ja, in dem Sinne sage ich dann mal Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer Old Gaming Dad LP.